Der hat 5 Minuten, das, was man im Augenblick nicht sehen kann, wegen eines Ausfalls der Technik. Er weiß es, die anderen wissen es jetzt auch. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Präsident, es würde mich jetzt überfordern, so schnell umzustellen, vom Platz aus zu reden. Deswegen bleibe ich hier vorne und stehe am Anfang. Meine Damen und Herren, es ist inzwischen allgemein gut. Der Sport hat herausragende Bedeutung in unserer Gesellschaft. Er begeistert, er weckt Emotionen, er verbindet Menschen über Grenzen hinweg und leistet seinen Beitrag zur Integration. Sportlerinnen und Sportler sind Vorbilder. Viele Kinder finden nur deshalb den Zugang zum Sport wegen bekannten und berühmten Sportlern. Und weil das so ist, ist die Bedeutung eines ehrlichen Sports umso wichtiger. Im vergangenen Jahr haben wir deshalb das Anti-Doping-Gesetz verabschiedet, um gegen die vorzugehen, die dopen. Dieses Gesetz bedeutet einen echten Meilenstein in der Sportpolitik und der Dopingbekämpfung. Und wie nötig es ist, zeigen die aktuellen Beispiele der russischen Leichtathletik. Doping schadet nicht nur dem Ansehen und der Integrität des Sports, sondern vor allem auch der Gesundheit der Athletinnen und der Athleten. Und damit komme ich auch zum Kern dieser Debatte über den vorliegenden Gesetzentwurf. Auf der Grundlage des sogenannten Staatsplans 1425 wurden in der ehemaligen DDR Kinder und Jugendliche sowie erwachsene Athletinnen und Athleten im staatlichen Auftrag gezielt gedopt, um Leistungen im Spitzensport zu steigern. Und dabei war das DDR-Doping ein perfides System. Kindern und Jugendlichen wurden vom staatlich geleiteten Sportmedizinischen Dienst der DDR unter Mitwirkung von Trainern, Betreuern und auch Vereinsärzten Dopingpräparate ohne deren Wissen verabreicht. Diese jungen Sportler wurden bewusst getäuscht und zielgerichtet körperlich geschädigt. Die ca. 10.000 zwangsgedopten Athleten waren weder über die Medikamente noch über deren Folgen informiert. Und was damals geschah, war unverantwortlich und erfolgte ohne jegliche Rücksicht auf deren Gesundheit. Die überwiegend verabreichten anabolen Steroide haben zum Teil massive gesundheitliche Schädigungen bei den Betroffenen verursacht, Krebserkrankungen, Organschäden, chronische Schäden am Bewegungsapparat, am Gelenkapparat, psychische Belastungen oder auch massive Hormonstörungen. Und dabei handelt es sich schlicht um Zwangsdoping, und das kann man wirklich nicht oft genug sagen, oft genug hervorheben, um Doping im Auftrag des Staates, wobei das DDR-Regime, das kam noch erschwerend hinzu, kollusiv und kriminell mit dem DDR-Sport zusammenwirkte. Meine Damen und Herren, bereits das erste Doping-Opferhilfegesetz aus dem Jahre 2002 war ein Zeichen dafür, dass die Bundesregierung die Schicksale der DDR-Doping-Opfer anerkannt und einen gewissen Ausgleich geschafft hat. Und das Gesetz verhalf damals anerkannten DDR-Doping-Opfern wenigstens zu einer finanziellen Unterstützung mittels eines Hilfsfonds der DOSB und auch Jena Farm, das Nachfolgeunternehmen, deren Erzeugnisse damals die DDR-Sportler verabreicht bekamen, erklärten sich damals zu Entschädigungszahlungen ebenfalls bereit. Und im Jahre 2007 war dann der Hilfsfonds des ersten Doping-Opferhilfegesetzes erschöpft. 194 DDR-Dopingopfer hatten eine finanzielle Unterstützung des Bundes in Höhe von jeweils 10.500 Euro erhalten. Allerdings wurden damals nicht alle Dopingopfer erfasst. Das lag erstens daran, dass ein Zusammenhang zwischen gesundheitlichen Schäden und Doping einfach erst später vielfach erst später erkennbar war. Andere haben von diesem Fonds schlichtweg nichts gewusst. Und drittens traten Doping-Spätfolgen erst wesentlich später zutage. Aber inzwischen ist es anders, sind viele Opfer bekannt geworden, die nach den damaligen Kriterien einen Anspruch auf eine entsprechende finanzielle Hilfe gehabt hätten. Und deshalb war eine Neuauflage eines solchen Hilfsfonds notwendig. Dem kommen wir heute nach mit dem zweiten Doping-Opferhilfegesetz. Und um diesen DDR-Opfern schnell und unbürokratisch zu helfen, hat das Innenministerium einen neuen Fonds aufgelegt. Es stehen jetzt weitere 10,5 Millionen Euro bereit. Anspruchsberechtigt sind die DDR-Dopingopfer, die nach dem ersten Dopingopferhilfegesetz keine finanziellen Hilfen erhalten hatten. Und diese Zahlungen lindern natürlich das Leid der Betroffenen nicht und können es auch nicht wieder gut machen. Aber wir als Gesetzgeber werden einer moralischen Verpflichtung gerecht und setzen damit ein weiteres Zeichen. Was ich sagen muss, dass ich es sehr für bedauerlich halte, allerdings, dass weder der DOSB noch das genannte Nachfolgeunternehmen aus der Pharmabranche sich bisher an der Neuauflage dieses Fonds beteiligt hat. Aber was noch nicht ist, kann ja nach dem Gesetz noch werden. Die Möglichkeit besteht.
Und nach § 2 dieses Gesetzes haben jetzt Personen also einen Anspruch auf Entschädigung, die erhebliche Gesundheitsschäden erlitten haben, weil ihnen als Hochleistungssportlern der DDR oder ihrer Mutter während der Schwangerschaft übrigens ohne ihr Wissen oder gegen ihren Willen Dopingsubstanzen verabreicht worden sind. Und wir gehen davon aus, dass noch ca. 1000 weitere DDR-Dopingopfer nach den damaligen Kriterien anspruchsberechtigt sind. Und wir stellen mit diesem neuen Gesetz also Gleichbehandlung mit bereits Entschädigten her. Und ich bin auch der Bundesregierung sehr dankbar dafür, dass sie diesen Gesetzentwurf sehr beschleunigt und für eilbedürftig erklärt hat und eine Fristverkürzung erreicht hat, damit das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werden kann. Und angesichts der schweren Schicksale vieler DDR-Dopingopfer und vor allem auch im Hinblick auf ihr mitunter sehr schlechten Gesundheitszustand war nämlich Eile auch geboten. Und es kann jetzt auch schnell gehen, nämlich erste Anfragen. Es muss auch schnell gehen. Ja. Herr Präsident, Sie haben vollkommen recht, ich beeile mich. Können schon jetzt an das Bundesverwaltungsamt gerichtet werden und die müssen auch bis spätestens Juni 2017 eingereicht sein. Und Ziel ist es, bereits in der zweiten Jahreshälfte 2016 mit den Auszahlungen an Anspruchsberechtigte beginnen zu dürfen. Und zum Schluss darf ich noch was aufgreifen, was einer unserer Kollegen bereits bei der ersten Debatte formuliert hat und was ich sehr wichtig finde, dass dieser Gesetzentwurf und unsere heutige Diskussion ein Signal an Sportlerinnen und Sportler sein muss, die sich auf dem Holzweg befinden und meinen, ihre sportlichen Leistungen mit Doping steigern zu müssen. Denn Doping lohnt sich nicht und ist gefährlich. Auf der einen Seite sind die Gesundheitsrisiken und Langzeitfolgen sehr gravierend. Und auf der anderen Seite wird die Integrität des Sports dadurch nachhaltig beschädigt. Und die Botschaft muss jetzt lauten vom heutigen Tag: Wir unterstützen die Opfer des Zwangsdopings der DDR und sagen Nein zu Doping. Herzlichen Dank. André Hahn ist der Nächste.